Hallöchen und herzlich willkommen zu unserem LS22AP-Projekt Grow Level Up. Ja, wir schwitzen hier gerade so ein bisschen, der liebe Tino und ich, weil die Seitenstecher machen es uns doch gerade ein bisschen schwer, möchte ich sagen wollen. Die Säcke! Jo, und wenn ihr möchtet, morgen sind wir auch live wieder am Montag auf Twitch abends unterwegs. Da könnt ihr hier das Projekt auch live verfolgen, wenn ihr möchtet. Genau, Twitchy! Bitchy. So, Wilma, ich habe jetzt die 4000 Liter Wolle schon aufgeladen. Jetzt knall ich den Honig noch drauf. Und dann gucke ich mal, ob ich noch die Apfelpaletten bis nach hochgestapelt kriege. Ja, sehr gut. Und du kannst mir sagen, was du willst. Ein paar XP-Punkte wird das auch bringen. Ja, natürlich, ich natürlich. Kann eh gerade nichts machen. Ja, wie gesagt, wenn du tauschen möchtest, dann sag Bescheid, dann starte ich schon. Ah, nee, ich kann ja nicht einsammeln. Ich finde hier die Sachen jetzt hier verkaufen, Wilma, ist auch sehr wichtig. Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Mal, kann ich das hochheben? Nee, kann ich nicht. So. Komm, ich fahre den erstmal hoch. So, So, also nur mal ganz kurz, um euch abzuholen. Die Seitenstecher sind Level 38 mit ca. 25.000 XP-Punkten. Wir sind Level 36 mit ca. Lass mich kurz reinschauen. 69.000 XP-Punkten. Genau. Das ist der aktuelle Stand. Dazu kommt, wir haben halt diese Woche gar nichts verkauft und gar keine XP gemacht, weil wir uns einen Hofhelfer genommen haben. Das ist der liebe Herbert. Ja. Hallo. Der sagt auch mal Hallo, Herbert. Herbert. Genau. Ja. Der hat uns nämlich heute schön geholfen, der Herbert. Ja. Der war ganz fleißig. Ja, Herbert hat das richtig toll gemacht. Ja, Herbert, guter Mann, Herbert. Guter ja. Mann. Ja, stets bemüht, ne? Ja, haben sie zu mir auch immer gesagt zum Abschlusszeugnis. Ja, aber du musst ja bedenken, Wolle, vom lieben Herbert haben wir auch den super tollen Big M. Das war ja auch schon tippitoppi Verkauf. Den hat er uns damals verkauft, das stimmt. Ja. Genau. Naja. Exklusiv und nur für euch. Genau, und die zwei, der Herbert und die Wilma, die tun gerade Ballenpressen, was das Zeug hält. Wir haben nämlich uns eine zweite Ballenpresse. Achso, Wilma, wir müssen uns tatsächlich jetzt mal über die Perks unterhalten. Ja, Prozente. Ja. Ein Perk haben wir aber noch, was mal jetzt nicht Prozent ist. Da war die Wachstumsstufe wahrscheinlich, ne? Nochmal bitte? Ein Perk noch Wachstumsstufe, oder? Ja, ja. Also Wachstumsstufe, Prozente, Tor? Ja, genau. Ja, welches? Achso, ja, puh. Diesmal war ja in Tor 1 das richtige Brett, ne? Ja. Was war denn in Tor 2? Das hätte mich ja mal interessiert. Weil ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendwo war noch mal ein Mietgerät mit bei. Ach ja, ich glaube, ein Mietgerät hätten wir da gekriegt. Da war ja in jedem Tor was Geiles. Ja, ja. Nur in den Umschlägen nicht. Wir haben uns blenden lassen wollen. Von den Umschlägen, vom goldenen Umschlag. Es war auch eigentlich wahrscheinlich klar, dass im goldenen nichts Tolles drin ist. Ja, irgendwie nicht, ne? Ja. Ja, Mietgerät können wir ja nicht durch die 15%. Fällt ja, Helfer fällt weg. Meinst du noch ein Mietgerät? Braucht man nicht. Ich würde Wachstum nehmen. Dann nehmen wir Wachstum. Sehen, dass wir den Hafer nochmal irgendwie runterkriegen. Ja. Jetzt kommt die eine Honigpalette nach der anderen. Mit Tor 2 war das, glaube ich, ne? Tor 2 war, glaube ich, mal gut. Soll ich dir was sagen? Lass uns wieder Tor 2 nehmen und lass diesmal durchziehen. Okay. Wollen wir das so machen? Machen wir so. Tor 2 ist unser. Tor 2, ja? Ja, das gehen wir einfach hin, so auf damit und weg sind wir. Oh, jetzt wird es wieder schwierig hier mit Sammeln, wenn man einfach nichts sieht. Siehst du nichts? Ist dunkel, ne? Ist gut dunkel. Genau gucken, wo ich hier lang möchte. Ja, wir brauchen Wachstum für die 42, das stimmt. Die müssten wir auch langsam noch ansehen. Herbert, wenn du durch bist, kannst du dir auch mit den 1050 direkt mal auf die 42 hochknattern, die Seemaschine schnappen. Ja, ja, kein Problem. Kannst die Ballenpresse gleich mit hochnehmen. Ja. Ja, nicht erst runterfahren. Nö, nehm ich mit. Gar kein Problem, ja. So.
aber ich glaube, viel mehr wie die 41 Pressen wäre das heute nicht mehr. Ja, aber die Wilma kommt ja gleich noch zur Unterstützung. Ja. Ja, Wilma, ja, das ist ja schön. Hier kommt eine Honigpalette nach der anderen raus. Ich wäre hier wahnsinnig. Alles XPs. Ja. Gehen wir auch nächste Woche Scheiß, ab. Scheiß, Digga, haben wir immer nur 400. Wo kommt da jetzt noch hin oder nicht? Sache, noch eine Wilma. Und noch eine? Die ist ich noch nicht. Oha. Alfred, Dankeschön für die 10er-Bombe. Vielen Dank. Alfred, Dankeschön für den Support. Nee, jetzt kommt keine mehr. Okay, jetzt ist leer. Dankeschön, Alfred. Sehr, sehr lieb von dir. Kam noch eine. Die allerletzte. Wo kamen die denn? Wo kommen die ganzen Paletten denn her? Hier, das macht mich gerade fertig. Oh Mann, ey. So. Ich bin ja ganz eifrig am Palettenladen, Wilma. Ich versuche das auch das mit vollster Ruhe und Konzentration zu machen. Damit das fällt mir sehr schwer. Ne? Ja, das dachte ich mir fast. Aber das schaffst du. Ich glaube an dich, Wolle. Das kriegst du hin. Buddy, dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Cooler Text. Dankeschön, Buddy. Dankeschön für 13 Monate. Und Alfred, dankeschön nochmal für die 10er-Bombe, mein Bester. Kuss. Dankeschön. Wilma, noch eine Palette. Es ist ja verrückt. Ja, 8 Paletten. Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, wo die alle herkommen. Na gut, wir sind da ja noch nicht oft gewesen. Da waren die Bienchen fleißig, ne? Wahrscheinlich ist das erste Mal, dass wir überhaupt ausleeren. Nein, das haben wir doch schon mal gemacht. Ja, ganz am Anfang wahrscheinlich. Es geht. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war. Aber da war das ja auch so, dass wir sehr überrascht waren, wie viel das war. Und es gab auch gut Punkte. Ja, müssen aber das haben wir schon einmal, haben wir das schon mal gemacht. Gucken, was das Honig für Punkte gibt. Honig und Wolle. Können wir uns ja kurz mal da ein bisschen zusammenrechnen. Ja. Also mehr Paletten kriege ich jetzt auch nicht drauf, wenn die noch kommen. Kann ich die Apfelpaletten vielleicht mit der Hand noch draufladen. Da kommt noch eine, ey. Das kann da nicht sein. Apfelpaletten waren das doch, wo so viele waren. Ja, gar nicht genau. Honig. Apfel war das. Apfel war das. Das stimmt. Ist so richtig. Stimmt, das waren die Äpfel. So, da kam jetzt noch eine, aber die kriege ich echt nicht mehr mit weg. Das ist halt so. Kann ich nicht ändern. Oder? Nee. Kannst du die nicht auf den Schoß nehmen? Oh oh. Oh oh. Der hat jetzt schon Schlagseite. Kannst du sie irgendwie noch auf, mit dem Frontlader? Da noch ich muss mit ja drauf? Mit dem Dings fahren. Ach ja, ja, stimmt. Du hast den jetzt mal schnell noch die Apfelpaletten holen. Ja. Also 3200 Liter Honig. 4000 Liter Dings. So, jetzt gucke ich mal aber mal ganz kurz, was wir für Honig kriegen. Honig. Oh, 1500 XP, leck mich am Arsch. Das ist aber gar nicht so viel. 1400 für Wolle. Doch noch ein Schafstall? Na, warte mal, das sind ja 1400 für Wolle. 2,8. 5. 6 5, 6, 7, 8 5, 6, 8, 6 9, das sind über 10.000 XP, die ich hier drauf habe. Ja, das ist, ja. Nehmen wir doch. Ja, 10.000 XP kann man schon mal mitnehmen, ja. Ja, das ist genau das, was wir halt hier mit dem Umschlag hatten, ne? Die Seitenstecher haben 57.000 von 105.000 XP von Level 38. Ja, das geht gut voran da. Das Krasse ist, es geht kontinuierlich immer weiter voran. Ja. Frag mich, wie die das machen. Na gut, die haben sich wahrscheinlich Felder geholt von ihren Punkten. Das war nicht sehr schlau, dass wir das nicht gemacht haben. Boah. Ja, war klar. War klar, dass das passiert.
So. So, ich hätte einfach die Menge einrechnen können, angeben können. Stimmt. Ja, Wilma. Ja. Abgesetzt. Guck mal, der hat ja Wilma. Ja. Das Feld 55 mit paar 50.000 Litern. Mhm. Hat jemand getestet mit 83% Bonus und Wachstumsstufe 2 hat knapp 75.000 Liter gebracht. Ist ja aber nochmal ein Unterschied. Das ist ein reichlicher Unterschied. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie viele Ballen da rauskommen, wenn wir bei der 42. Ja. Presst die jetzt überhaupt schon jemand? Herbert, doch, 41. Herbert, du presst, ne? Ja. Da sind gewaltig Ballen. Kannst du die Ballen, kannst du zählen? Ja. Nee, ne? Ist vorbei, ja. Oder? Ich kann nicht zählen. Du kannst nicht zählen. Du bist bestimmt zurückgesetzt auch, ne? Die Presse, also nicht zurückgesetzt, die Presse, ne? Nee. Nee. Denk da auch immer nicht dran. Wo bist du jetzt, Wilma? Ich bin auf der 48, komme aber gleich hoch zum Kleefeld. Ja. Okay, kriege ich auch, glaube ich, nichts mehr zusammen. Das ist eine ziemlich wackelige Angelegenheit hier mit dem Honig und so. Oh, oh. Du schaffst das. Alter Verwalter. So, Herbert, ich komme jetzt hoch zu dir. Yay, yeah, da freue ich mich ja. Ja, ich helfe da jetzt. Oh, das ist nett ja, von dir. Wir müssen das Leihgerät noch zum Händler bringen, das ist richtig. Ja, das glaube ich, ist ein großes Feld. Das sind unsere Ballen. Ja, und viele, viele Ballen. Unsere Paletten. Ja. Hm. Sind das unsere? Ja, das sind unsere. Das ist eine Katastrophe hier, Leute. Das sag ich euch, wie es ist. Ui, da bist du ja, Wilma. Ja, hallo. Musst du reingehen? Wilma Ackerer und Wolle auch. Hallöchen. Ja, Polizeidirektion Geigenberg, streng hier. Schönen guten Abend. Hallo. Ich müsste mal mit Ihrem Mitarbeiter sprechen. Ja, ich kann das Telefon einmal weiter, also besser gesagt, weiterleiten. Herbert, ja, bitte. Bist du da? Da ist jemand für dich am Telefon. Ich habe keine Zeit. Ich bin am Arbeiten. Wo sind Sie denn am Arbeiten? Im Nachbarort. Ganz weit weg. Ach, oben fällt 41, oder wie? Nee, das kann man da rein. Gut, ich komme zu Ihnen hochgefahren. Herr Streng, was gibt's denn für Probleme? Ich meine, es ist ja immerhin noch hin nach unserem Mitarbeiter. Ja, richtig. Der Mitarbeiter hat von den Seitenstechern das Multicar umgenietet. Ja, das ist passiert. Müssen die halt aus dem Weg fahren. Das ist auf deren Grundstück. Was? So. Das kann ja gar nicht sein. Nee, doch. Das habe ich aber auch gehört. Das Ding steht auf deren Grundstück. Und das haben Sie gesehen? Ich habe gesehen, wie das Ding da lag. Und das Ding lag mindestens 20 Meter entfernt von der Grundstücksgrenze. Also ich sag, die wollen uns das einfach in die Schuhe schieben. Wie soll ich das denn umgekippt haben? Mit was denn? Ja, sie sind wohl mit dem Ballenwickler irgendwie dagegen gekommen und haben das Ding umgerissen. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Interessant, ja. Gibt Augenzeugen dafür. Okay. Wenn? Ja. Einige. Sag es jetzt nicht, die Seitenstecher. Auch Kameraaufzeichnungen. Oh oh. Da war Wiese. Ja, und? Was möchten Sie jetzt damit dann sagen? Ja, gibt erstmal ein fettes Du, ne? Och nö. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir jetzt den Schaden wieder gut machen, weil das sind 3 Honigpaletten kaputt gegangen. Hä? Bei was ist kaputt gegangen? 3 Honigpaletten. Jo. Hä? Und? Wir wollen jetzt von uns 3 Honigpaletten oder was? Ja, müssen wir uns überlegen, wie wir das ausgleichen, ne? Herr Haas, ich sehe Sie. Ja, wir würden erstmal die 3, also dann möchten wir aber die 3 kaputten Honigpaletten, bitte. Ja, das. Der Austausch können Sie mit den Seitenstechern gleich besprechen. Ne, wir tauschen hier gar nicht aus. Ja. So ein Ding ist also, das. Also ja, melden Sie sich mal bei den Seitenstechern, bitte. Ich rufe dort gleich mal an, ja. Ja, rufen Sie mal an und klären Sie mal bitte ab. Vielleicht tut sie ja eine Entschuldigung oder so.
Ja, das kriege ich mit denen schon geregelt. Ich habe denen ja schon mal geholfen, ne? Ja, sehen Sie mal. Ja, ja. Aber ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ja, ja, in einem gewissen Alter. Ist mir ja auch schon öfters passiert. Hat mir aber auch noch nie einer geglaubt, irgendwie. Verstehe es ja auch nicht so richtig. Ich glaube, das ist auch ein bisschen fingiert, das Ganze hier. Aber naja, gut. Ich denke mir auch. Hermann, melde dich bei denen. Ja, ich ruf da mal an, ne? Genau, wir treffen uns am Stammtisch später. Ja, ja. Ja, gut. Ich gebe auch eine Runde aus, ne? Ja, ich auch. Oh, siehst du. Gleich sich ja aus. Ja, dann haben wir es ja auch gleich wieder vergessen, was überhaupt war. Naja, mal gucken. Ja. Ja, nee, heute Abend ich alles vergessen. Ja, ja, ich ruf da mal an, ne? Mach das, danke dir. Ja, tschüss. Tschüss. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist, was ich hier tue. Was tust du denn? Apfelpaletten aufladen. Aber das ist doch eigentlich eine gute Sache. Theoretisch ist das eine gute Sache. Aber? Ja, ja. Das klingt aber gerade nicht mehr so gut. Nee, ich bin mir nicht sicher, ob ich damit jemals ankommen werde. Ich drück dir die Daumen, du schaffst es schon. Ja. Haben wir denn noch an Zeit? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, ein ganz bisschen. Aber an unseren Honig sollen die nicht gehen. Ich möchte das nicht. Das sind unsere Bienchen. Ach so ein Quatsch. 3 kaputte Honigpaletten. Dann müssen sie bessere Gläser nehmen. Ich überlege mal, was du damit schon gemacht hast. Du jonglierst mit unseren Honiggläsern. Die hab ich schon. Und da fallen die ständig runter, weil du nicht jonglieren kannst. Die habe ich schon durch halb Galgenberg geschmissen. Auch. Ja. Honigglas-Weitwurf. Richtig. Haben die auch nicht interessiert. Nee. Wir testen das ja auch. Quasi. Also falls halt ein Kunde das Honigglas runterfallen lässt, dann können wir sagen, also dann haben sie das umgefüllt, weil unsere Honiggläser gehen nicht kaputt. Richtig. Oh. Halt, die Spanngurte gar nicht so weit oben. Ach, das ist ja kacki. Wusstest du, dass Spanngurte nur eine begrenzte Höhe haben? Ich glaube, ich habe das noch nie so hoch gestapelt, um das rauszufinden. Okay, also ich habe es jetzt gemacht. Okay, dann ja. Kannst du umrollen, ja, damit es trotzdem geht? Was kann ich? Dass du das einfach umräumst, also ein bisschen in die Breite anstatt in die Höhe, weißt du? Oh, warte kurz. Aber du musst ja wieder aufpassen, dass das nicht über zu doll an der Seite raushängt, sonst sagt der streng auch wieder was. Ich denke, dass das gut geladen ist, so wie es ist. Also wenn du meine ehrliche Meinung hören willst... Oh. Ja. Du meinst, du hast es künstlerisch geladen, ja? Oh. Das klingt so danach. Ja. Ja. Okay. Also wenn du meine Meinung hören willst, ist es super. Okay, dann warte ich mal auf den Anruf von Herrn Streng. Na gut, das wäre nichts zu tun gerade. Ist er das schon? Nee. Okay. Familie Ackerer, hallöchen. Hallo. Hallo. Ich würde mal ganz gerne mit euch ein Was-wäre-wenn-Szenario durchforschen, ja? Okay. Können wir da was gewinnen? Nee. Schade. Jetzt stellt euch nur mal vor, ich hätte die Möglichkeit, mit jemandem Level zu tauschen. Also, dass das Team... Mein Level bekommt, also Level 31, und ich das Level vom anderen Team. Und jetzt stellt euch vor, ich würde euch nehmen. Wärt ihr das sehr sauer? Also was wäre eure Reaktion da drauf? Warte kurz. Wolle, das sieht sehr interessant aus. Dammer Wolle. Wir auf Wissen umkippen nach unten. Wie meinst du das jetzt? Oh, Herr Wolle, soll ich die Presse runterbringen? Wolle? Ja, was denn? Soll ich die Presse runterbringen? Ja, kannst du machen. Naja, nee, wir haben noch ein paar Minuten. Jetzt mach keinen Stress, es ist gerade mal 29. Es wird gerade schon gesagt, dass wir die runterbringen sollen, deswegen. Hä? Ja. Die machen doch immer 5 Minuten vorher schon Schluss. Genau, und ich mache jetzt noch einen Ballen und dann fahre ich runter. Was, der Händler macht auch Schluss? Ich mache einen Ballen noch und dann bin ich weg.
Auch der Spediteur, alle. Das ist total die beschissene Zeit. Also ey. Ich weiß jetzt noch mal ganz kurz, Damien. Was war jetzt? Hast du das verstanden, Wilma? Die wollen Level tauschen mit uns. Ach so, dass ihr unsere sechs... Nicht, dass ihr wollt oder müsst. Also ihr müsstet. Wenn das... Also, dass ihr Level 36 dann seid und wir dann Level 31. Genau, damit würde dann ja Seitenstecher, würde ja Platz 1 belegen, ich 2 und ihr 3. Ja. Dann wäre ja komplett raus. Nee, um Gottes Willen, das wäre auch nicht nett. Aber wie würdet ihr da reagieren? Wärt ihr das sehr sauer so? Das wäre halt nicht nett, ne? Das ist ja alles, um was wir bis jetzt gekämpft haben, umsonst gewesen. Ja, das, schon. Das ist wohl richtig. Ja. Warum, wie kommst du denn da drauf? Weiß ich nicht. Vielleicht sind wir Level 31 geworden. Vielleicht haben wir einen Umschlag bekommen. Vielleicht ist dieser Umschlag einfach nur Gold wert. Und jetzt aber wieso? Das sollst du doch nicht verraten, was ich dir gegeben habe. Aber gibt es nicht die Möglichkeit, auch mit den Seitenstechern zu tauschen? Das wäre jetzt auch meine Idee. Jetzt macht das nicht mehr Sinn, dass man mit... Weil der könnte dir ja den ersten Platz geben. Genau. Warum wollt ihr euch mit Platz 2 zufrieden geben, wenn ihr Platz 1 haben könnt? Ja, weil wenn ich jetzt die Seitenstecher nehmen würde, wäre ich Platz 1. Ne? Ja. Die werden dann 3 und ihr 2. Ja. Aber wäre es nicht viel lustiger? Du, dass wir 3 sind, dass wir Letzter werden. Ja, unfassbar. Ja. Wilma, ist das nicht unfassbar? Es gibt Menschen, die verzichten auf den Sieg, nur um uns weiter hinten zu sehen. Ja, ich sehe es schon. Das ist krass. Oh! Okay. Wie kann das denn passieren? Aber so von der Skala von 1 bis 10, wie sehr mögt ihr mich denn? Naja, ich sag mal, wir haben dir schon ziemlich viel gegeben in letzter Zeit, ne? Das ist richtig. Hochfahren zu deinem Drescher, zu deinem Traktor. Oh, das wäre lieb, danke. Also, 1 bis 10? Wie sehr wir dich mögen? Ja, ja. 2, 3? Wow. Nee, Wilma, was sagst du? Ich sag vielleicht wow, so... Wow, was tust du denn da? Ich sag so 7, 8. Oh, Ich wäre jetzt auch so. Ich glaube, ich hätte jetzt mal so an der 8 angesetzt. Okay. Erstmal. Also, es lässt sich ja immer noch weiter... Füllen, was hast du hier getan? Gut. Nix, Pfeifer weiter. Die Seitenstecher haben uns weniger gegeben. Ihr seid aus dem Schneider. Haut rein, Leute. Was haben die euch gegeben? Ist schon weg. Olle, möchtest du das erklären? Oh. Ich glaube, du musst jetzt laufen. Das ist nicht dein Ernst. Ach Mensch, Adelheid. So, was wolltest du, Wilma? Gar nichts. Ich habe gerade moderne Kunst auf der Straße liegen sehen. Ja, ich war gerade am Abbiegen und da hat mich die Adelheid gerammt von hinten und hat dann umgefallen. Verstehe schon. Ja, natürlich. Also Wilma? Ja? Also wenn, dann bummst nicht ich dich von hinten an, sondern löschest du wen von hinten. Ja. Also, ne? Ich geh mal kurz ab. Ja? Ich wieder da. Achso, ich wollte gerade noch ein Dings hier. Achso, jetzt ist er weg. Seid ja nicht immer so Adelheid, Mensch, jetzt Kinder. Das ist hier ein kinderfreundliches Programm, sag mal. Was? Weg, da fährst du ja wieder. Ja, guck mal. Gibt's ja gar nicht. Also, ich bin da und du? Ich fahr jetzt mit dem Dings da runter, dann stehe ich dir wieder auf und dann kann ich gleich für nächste Woche den ganzen Schmarrer da verkaufen hier. Das gibt mir ja sowas von auf den Pisser, gib mir das. Umgefahren hier. Jetzt gibt doch Gas. Warum ist hier die Handbremse drin? Mädchenskinder, wer macht denn sowas? So, Edelheid. Ja, ich begleite ihn nochmal. Ja, fahr ruhig mit. Das ist ein Baum. Ich. Unfassbar. Was macht er denn da? Ja, der, hast du das gesehen? Der hat mich von der Straße abgedrängt. Mit unserem Ladewagen. Das wurde absolute Frechheit. Moment. Junge, war das jetzt mit unserem Ladewagen? Ja. Drängst du mich von der Straße? Ach, warst du das? Entschuldigung. Mit unserem Ladewagen? Das ist der Dank, dass du mir die Vorfahrt nimmst. Entschuldigung, ich hab dich nicht Schwein, gesehen. Schwein, du. Ich sehe im Dunkeln nichts. Schwein. Ich hab auch meine... Ich weiß nicht, ob der die Perks schon ausgewählt hat. Hab ich nicht. Okay, machst du das? Nee, mach du. Nee, ich glaube, du hast Zeit, oder? Ja, hab ich. Stimmt. Ich muss hier schnell noch mit dem... Ich muss hier schnell das Malheur beseitigen. Ja, das ist gut. So, dann machen wir das mal kurz. Achso, was ich sagen wollte, und zwar... Nee, halt, stopp, wir wählen jetzt erst die Perks. Ja, so. 10. Also, 10. 5. 5, Wachstumsstufe. Wachstumsstufe. Und Tor 2. Und Tor 2. Okay, 10, 5, Wachstumsstufe, Tor 2. Ist alles drin.
Ja. Passt. Ja. Ey, Mann! Du bist hier irgendwie verheddert. Oh, jetzt bin ich vorhin. Hammer. Ja, Hammer. So, pass auf. Du hast es heute, oder? Tschüss. Einer hat getestet. Danke, Boris. Und zwar hat er getestet. Er hat nachgeschaut, was wir von der 41 von dem Klee schon mal runtergeholt haben. Ja. Und zwar haben wir da schon mal runtergeholt, als es noch nicht gekalkt war. 291.000 Liter. Das heißt, wir haben ohne Kalk in der zweiten Wachstumsstufe ja quasi von diesem Feld schon mal mehr heruntergeholt wie diese 269.000. Das heißt, es müsste jetzt über noch mehr sein. Noch mehr sein. Also, also ist das immer nur die prognostizierte Endemenge der ersten Wachstumsstufe. Ja. Ich hole jetzt schon mal von dem einen Feld ein paar Ballen ab, ne? Die ich noch habe. Achso, unsere Presse ist noch unterwegs, ne? Ja, von der 55 hole ich jetzt eben ein paar Ballen weg. Okay, alles klar. Und Testfeld. So. Und Feierabend. Ja, hier ist Feierabend, Junge! Egal, was jetzt sagt gerade der Richtige. Da bringe ich jetzt noch weg hier, weg da. Das darfst du nicht. Mir scheißegal, was ich darf, was ich nicht darf. Oh, hallo. Komm, fahr weiter. Boah. Warte, Damien, ich würde mal auf Seite fahren, dann kannst du vorbei. Ich würde hier von warten. Du willst dir doch nur das Schauspiel angucken. Yep. Komm, zeig dir jetzt, wie das geht. Muss ich hier. Oh. Oha. Oh ja. Oh, Damien, weiß ich jetzt nicht. Oh. Weiß ich jetzt auch nicht. Polizeiauto jetzt auf das AU. Ui. Oh. Ich wollte ihnen eigentlich nur helfen. Ich bin jetzt nicht sicher. Eieiei. So, nichts passiert. So, sag mal, erzähl uns mal was. Wie? Erzähl uns mal was. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall bei den Spicy Chickens vorbeizuschauen. Die sind, sofern Damien kein 31er ist, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ist er ein 31er, sind die da nicht verlinkt. Das nur mal zum Thema. Ansonsten, also ich bin nicht verlinkt. Wenn ihr einmal bei den Spicy Chickens seid und dann bei dem McManus, der hat eine Merch-Shop, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Da gibt's lecker Merch. Das also hast lecker, du nicht getan. Lecker Möhrchen. So. Ey, Freezy, lass mal diesen Ding verstecken. Und dann lass dann noch ein Däumchen da. Und schreibt alle mal bei Freezy in die Kommentare: Go Spicy Chickens Go. Yeah. Hallo. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Tschüssikowski. Tschüss. Ciao. Wilma? Jawolle. Bist du fertig? Ha, witzig. Nee, ich meine mit der Folge. Nee, achso. Nein, bin ich nicht. Ich hab gewartet. Was ist los? Du klingst so deprimiert auf einmal. Ich wollte Ballen einsammeln und ich bin noch nicht mal vom Feld runtergekommen und dann kommt Stopp. Ich habe nicht einen Ballen gesehen. Ja, fahr doch noch. Es ist ja doch nicht Stopp. Ja, das ist aber gleich Stopp. Ist ja scharf. Ich hab ihn wieder geparkt. Udi, dann erzähl uns was, Mimi. Ja, wir sind fertig für heute. Wir sind fertig für heute. Wir sind fertig mit den Nerven, glaube ich. Das ist halt gerade wirklich... Oh. Ultimativ spannend. Also jetzt wird es nochmal... Also man wusste vorher schon, es ist spannend. Jetzt so auf den letzten Metern. Aber das ist jetzt nochmal eine ganz andere Hausnummer, würde ich sagen wollen. Guck nochmal ganz kurz, wie viele Punkte die haben. Ja. 57.000, Level 38. Boah. Also ich habe halt nicht... Also dass man vielleicht Punkte macht, also auch die Seitenstecke. Ja, ich hätte aber nicht damit gerechnet, dass sie halt noch ein Level machen, ne? Auf den letzten Metern jetzt. Also jetzt an diesem Montag habe ich nicht damit gerechnet, dass sie so viel zusammenkriegen, um nochmal ein Level zu kriegen. Deswegen will ich gar nicht wissen, wie es jetzt nächste Woche dann aussieht. Ja, aber wir bleiben natürlich dran. Und schaut auf jeden Fall auch bei Tino vorbei. Der Kanal ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung, genauso wie von unseren lieben Kontrahenten. Also auch da vorbeischauen, ein bisschen Liebe dalassen. Und wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Schaut gerne Montag, also morgen, bei uns vorbei. Da sind wir auf Twitch live. Dann könnt ihr da auch mit zuschauen. Genau, und dementsprechend sind wir für heute durch und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Tschüss.